Ja, wollen wir anfangen? Ja, gerne. Glaube ich. Also ich hatte Sie ja mal angesprochen, mit der Asset-Thematik, weil die Ihnen halt so umtreibt. Ich sage dann mal, warum. Ich würde bloß mal für den fachlichen Hintergrund oder so, ich will auch nichts Fachliches bloß erzählen. Wissen vom Beruf her, was machen Sie? Also, ja, die Grafikdesigner. Die Grafikdesigner. Dr. Von Wiener, Geisteswissenschaft. Na, Geisteswissenschaft. Na gut, es geht ja auch mehr um Geisteswissenschaft. Weiß ich, dass Sie irgendwie in Wolfsburg. Ich habe mal Geologie studiert. Geologie? Ich habe mal Geologie studiert. Na, dann können Sie besser aus als ich. Also, na, ich habe das nicht zu Ende gebracht, deswegen. Also. Ich habe es auch nicht, ich habe es ja nicht angefangen. Geologie habe ich nicht angefangen. Ich muss so nicht mal gelernt. Aber darum geht es jetzt auch, glaube ich, weniger. Also von Hause aus bin ich Physiker, habe ich auch schon mal gesagt, beschäftige mich nebenberuflich mit der Asse, habe deshalb auch ein bisschen Einblick, ohne dass ich jemals wirklich für die Asse größere Sachen weder für BMS noch für andere gearbeitet habe, auch nicht für die Asse. Deswegen habe ich, glaube ich, auch einen relativ ungetrübten Blick. Das Thema, was mich hier so weit mit umtreibt, ist also das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Asse. Ich habe mir gedacht, warum habe ich sie jetzt eigentlich ausgesucht als Piraten? Ich habe mir das Programm angeguckt und da habe ich gefunden, jetzt ist das hier sehr viele schöne Punkte. Ich habe mir auch ein paar davon markiert, wo ich gedacht habe, aha, das sind eigentlich die richtigen. Die sind erfinderisch, fragen nach, sind auch noch nicht so, das muss ich auch sagen, deswegen bin ich jetzt zu Ihnen gekommen, sind noch nicht so festgelegt wie wahrscheinlich viele andere Parteien, wobei ich auch nichts dagegen hätte, zu anderen Parteien zu gehen mit demselben Vortrag, vielleicht sagen wir mal ein paar Dinge, das Piratenlogo, was noch kommt, würde ich dort natürlich rauslassen, es sei denn, Sie schicken mich dorthin. Aber die Punkte, die hier sind und auch das Gesamtprojekt der Piraten finde ich durchaus interessant, auch über das Asset-Thema hinaus, habe ich auch schon mal gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, zeige ich das ruhig mal. Mein ist also 8 Monate alt, geboren im Juli 2011. Ist also schon etwas länger Großeltern und der lebt jetzt hier in dieser Region. Und demzufolge ist meine zeitliche Perspektive, ich bin 60, ich muss also jetzt nicht mehr unbedingt so ganz lange planen, aber die zeitliche Perspektive doch etwas größer als manche zeitliche Perspektive, insbesondere auch von Mandatsträgern. Sachverhalt, muss man, wenn man über die Asse redet, sicherlich so ein klein bisschen was über die Sachverhalte sagen, werden Sie auch gehört haben, als Sie dort gewesen sind, von 67 bis 78 etwa 125.000 Fässer schwach radioaktiven Abfall, wobei schwach immer eine Frage der Maßstäbe natürlich ist, und von 72 bis 77 etwa 1.300 Fässer mittelaktiven Atommüll angeblich zu Forschungszwecken dort eingelagert. Interessant ist, wenn man sich das mal anguckt, ich habe es mir jetzt auch nochmal zur Vorbereitung dieses Vortrages angeguckt, in der Phase 1 wurden die Fässer stehend hingestellt, in der Phase 2 liegend gestapelt und in der Phase 3 verkippt. Wobei das durchaus seinen Sinn hatte, aber es ist auch interessant, wie sich das so entwickelt hat. Das Inventar ist bis heute unsicher, muss man sagen, also was da eigentlich wirklich an Radioaktivität und solchen Stoffen drin liegt. Ich habe jetzt gerade vor ganz kurzem, sage ich vielleicht nachher auch nochmal was dazu, wieder Informationen erhalten, die werden Sie sicherlich auch erhalten können, von einem Whistleblower aus Jülich. Der zeigt, dass es also doch erhebliche Unsicherheiten dort gab, mit dem, was dort mal geschrieben wurde im Inventar. Der Zustand des Bergwerks, der ist auch allgemein bekannt, marode. Seit 1988 gibt es Zuflüsse, die liegen zur Republik Meter am Tag. Die Langzeitsicherheit als Endlager kann nicht nachgewiesen werden, das ist bekannt. Dann 2008, da war ich das erste Mal also quasi in der Asse, als das losging, die ganze Diskussion und aufflammte, im Juli 2008. Hinterher wurde das dann, das war erst im Jahr 2009, an das BFS übertragen, also damals ging das dann los, mit einer Neubewertung und Neuorganisation. Das BFS hat dann 3 Studien beauftragt. Eine Studienvollverfügung, wie ich es immer so lese, voll heißt
mit Abfällen voll. Nicht, dass man das ganze Bergwerk voll verfüllt, könnte man auch so lesen, sondern mit Abfällen. Eine Studie zur untertägigen Umlagerung in einem tieferen Bereich, in dem man dann eine sichere Lagerung gewährleisten könnte vielleicht. Und die Variante 3 Rückholung. Wenn man sich die Dokumente mal anguckt und auch alles, was man dazu gesehen, stellt man fest, keine dieser Studien ist so durchgeführt worden und konnte auch sicherlich in der Zeit, die da zur Verfügung stand, durchgeführt werden, dass man sagen kann, sie haben alle möglichen Aspekte im Zusammenhang mit diesen Aktionen vollständig abrufen können. Und es sind doch relativ zügig erarbeitete Studien, die sicherlich einen ordentlichen Rahmen gesetzt haben, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, da ist wieder jedes Fragezeichen abgehakt. Ist aber auch nicht so schlimm. Das BLS hat dann hinterher den bekannten Optionenvergleich gemacht und festgestellt, dass die Rückholung die Vorzugsoption ist, weil man die Langzeitsicherheit nicht garantieren kann. Und entscheidend dabei war, dass es Grundwasserkontaminationen sind, die möglich sind und die dazu geführt haben. Im Ergebnis, haben Sie ja jetzt sicherlich auch mitgekriegt, gab ja hier die große Tagung zur Asse, politischer Konsens aller Parteien, Rückholung. Ich habe es dahinter geschrieben, Klammer auf, wenn möglich, sagen einige noch ganz vorsichtig, wo man auch sagen muss, wenn sie auch unten waren, wenn der Berg zusammenbricht, bricht er zusammen. Und dann können sie als politische Parteien noch so sehr dagegen protestieren, dann interessiert sich der Berg nicht dafür. Das ist sozusagen der Punkt, alle sind dafür, Rückholung. So, und dann haben wir im Programm geguckt, Piraten fragen nach. Und dann würde ich nachfragen wollen und hoffe, dass Sie mich dabei unterstützen. Was bedeutet eigentlich die Rückholung für Mensch und Umwelt in den nächsten Jahrzehnten? Welche Risiken sind eigentlich damit verbunden, wenn 126.000 Fässer mit gefährlichem Atommüll 40 Jahre lang, wenn das ist jetzt die neue Schätzung, 40 Jahre lang hier behandelt, unter Tage behandelt, aufgemacht werden, umkonditioniert werden, was bedeutet das eigentlich? Welche Störfälle, Unfälle sind denn da eigentlich möglich? Was kann passieren? Wie ist die Langzeitsicherheit eines Zwischenlagers zu bewerten, wenn da irgendwas hingebaut wird? Was bedeutet Rückholung für zukünftige Generationen? Das sind erstmal nur Fragen, die ich stellen würde als Pirat, wenn ich das Motto der Piraten mir zu eigen mache. Piraten sagen, was sie denken. Und wir ausgedacht haben gesagt, Piraten sind ja für Transparenz. Transparenz erfordert aus meiner Sicht Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, oder wie sieht das anders? Wenn man unehrlich ist, dann kann man schlecht transparent sein. Auch im politischen Diskurs, gehe ich jedenfalls davon aus, obwohl ich weiß, dass im politischen Diskurs nicht alles immer ganz ehrlich sein kann, aber so im Grundsatz sollte es schon so sein. Und dann ist sicherlich eine Aussage, die, weiß ich nicht, Sie hoffentlich mittragen würden, Strahlung ist gefährlich, auch unterhalb von Grenzwerten. Und dann habe ich aus Ihrem Parteiprogramm abgeschrieben, die Partei, die Piratenpartei steht für Nachhaltigkeit. Wir wollen so handeln, dass auch in Zukunft die Grundlagen für eine würdige Existenz und Freiheit vorhanden sind. Voraussetzung ist ein transparenter, verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Damit wollen wir die gesunde und natürliche Umwelt für die nachfolgenden Generationen erhalten. Das ist doch alles schön. Rückholung und Risiken. Und er hat gesagt, man muss natürlich auch mal fragen, welche Risiken sind mit der Rückholung verbunden. Und da sehe ich folgende Fakten bisher. Es gibt, ich wusste es jedenfalls nicht, habe es noch nicht gesehen, es gibt bisher keinerlei Betrachtungen zu Strahlung und Strahlenexpositionen, abgesehen von den Beschäftigten, aber für die Bevölkerung so richtig, die bei der Rückholung auftreten. Insbesondere nicht unter den jetzigen Bedingungen, dass das viel länger dauert, als mal mit der 8 Jahre Rückholung mal irgendwo gerechnet worden ist. Und wenn man schon davon ausgehen muss, dass die 8 Jahre nicht stimmen, dann können Sie davon ausgehen, dass vieles andere in dieser Studie auch nicht stimmt. Das heißt, es gibt keine wirklich belastbaren Betrachtungen, die uns sagen, welche Effekte treten dabei auf. Es gibt auch bisher keine Prüfung, ich habe jedenfalls noch keine gesehen, von irgendwelchen Risiken, die nach einer Rückholung passieren. Das NDR hat mal gesagt, das Atommülllager Asse 2 ist nicht nur einsturzgefährdet, jetzt habe ich hier, die radioaktiven Tritiumwerte sind deutlich höher, als das angesichts der offiziellen Angaben zu erwarten wäre. Da kann ich mich gut daran erinnern, das muss ich mal sagen.
2008 waren wir ein Kollege dort unten. Wir haben uns dann die Zahlen auch angeguckt. Damals war die Helmholtz-Gesellschaft noch Betreiber. Die haben jahrelang ihren Strahlenschutz dort gemacht. Wir haben uns die Zahlen zeigen lassen. Wir sind rausgekommen und wir dachten, eigentlich kommt da mehr Tritium raus, wenn ich das mal über die 30 Jahre hochrechne, oder müsste, da ist schon mehr rausgekommen, als überhaupt drin war. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Und wenige Monate später war dann auch klar, da stimmt irgendwas nicht. Die Zahlen waren völlig falsch. Und jetzt, kann man nur sagen, ist herausgekommen, möglicherweise, dass in Jülich in den 70er Jahren Grafitkugeln mit einem extrem hohen Tritiumgehalt dort eingelagert worden sind, die das Inventar der Asse um den Faktor 10, was Tritium betrifft, erhöht haben. Zusätzlich noch 10% C14 mehr hatten, als überhaupt angegeben war in der Asse. Das heißt, das Inventar der Asse ist lange noch nicht klar. Und B, da steckt noch einiges mehr drin. Und Tritium ist deshalb, habe ich nämlich hervorgehoben, ein Stoff, wo der normale Strahlenschützer zwar sagt, das ist nicht so gefährlich, aber es ist ein radioaktiver Stoff und Tritium kriegen Sie nicht irgendwie zurückgehalten. Kann ich Ihnen ein kleines Beispiel noch erzählen? Tritium, das habe ich meiner Frau schon erzählt, ich habe früher mal im Labor gearbeitet. Wir haben auch Tritium gemessen. Eine meiner ersten wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt sich mit Tritium und Niederschlägen. Dort war ein Kollege, der war in einem Bereich, in einer Neutronenaktivierungsanlage gewesen, um dort ein paar Absprachen zu machen und ein paar Experimente vorzubereiten. Er ist eine Woche lang danach nicht in das Labor gegangen, weil er schon wusste, was dann passiert, weil wir natürlich im natürlichen Bereich ganz, ganz niedrige Aktivitäten gemessen haben. Und er hat dann hinterher das Blumenwasser in seinem Zimmer gemessen oder messen lassen in den Laboranten. Und da war das Tritium angereichert drinnen. Also da konnte man einen Effekt sehen. Was ich sagen will, ist einfach, Sie kriegen, wenn Sie diese Fässer aufmachen und die Leute arbeiten dort, selbst wenn Sie das alles hermetisch abwiegeln, die Leute tragen das Tritium mit nach Hause. Und das geht nicht anders. Das können Sie nicht dann hinterher 4 Wochen in Quarantäne. Das heißt, es ist nicht so, dass dort keine Radioaktivität rauskommen wird. Es kommt immer irgendetwas raus und diese Effekte muss man einfach sehen, wenn man ehrlich sein will. Fakten. Habe ich schon gesagt? Ach nee, da waren wir schon. So, keine Rückholung und das hier. Okay. Risiken, Forderungen eigentlich. Was ergibt sich, wenn man das jetzt so sich anguckt, ergibt sich aus meiner Sicht erst einmal die politische Forderung daraus, eine ganzheitliche Risikobetrachtung zu machen. Man muss mal gucken, was passiert eigentlich, wenn das Material dort rausgeholt und gelagert hat. Ich bin fest davon überzeugt, will ich gleich sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Aber Sie haben erst auch genickt, es geht nicht um Grenzwerte mehr, es geht um Wahrheit und es geht um Ehrlichkeit. Und wenn Sie an der Stelle nicken, dann müssen Sie auch hierfür sein, dass man das ganzheitlich anguckt. Ein wichtiger Punkt bei mir ist auch noch, das, was dort passieren wird, was freigesetzt wird, wenn man es zurückholt, geht über die Luft. Das andere war das Wasser. Ob man das Wasser... Ach, schönen guten Abend. Lassen Sie mich stören. Ich bin jetzt auch gerade an den spannenden Stellen, das ist nicht gut. Also, im Zusammenhang mit der Rückholung. Ganzheitliche Risikobetrachtung bin ich gerade dabei, politisch zu fordern. Insbesondere, weil ich davon ausgehe, Tritium zum Beispiel geht als Gas raus und weniger dann als Wasser. Die Luft, die wir atmen, können wir uns nicht selbst aussuchen. Ob ich einen Brunnen nutze, das kann ich zur Not noch irgendwo beeinflussen. Aber die Luft können wir nicht beeinflussen. Und die Fahne, die von der Asse kommt, reicht zur Not, wenn es schlimm kommt, bis nach Braunschweig. Und deswegen sehe ich auch hier, dass es nötig ist, sich darüber zu unterhalten. Ich will auch keine Panik machen, aber ich will einfach, dass man diese Punkte mal zur Kenntnis nimmt. Die Remlinger Erklärung haben wir dann angeguckt von 2007. Die Risiken müssen, haben sie dort gefordert, von unabhängigen Fachleuten analysiert und die Untersuchungsmethoden ergeben zur Öffentlichkeit gemacht werden. Bin ich voll dafür, finde ich auch. Und ich würde es wirklich gut finden, wenn es unabhängig, nicht die BFS-Leute, sondern Greenpeace oder wer auch immer mal anguckt, welche Risiken resultieren jetzt aus diesen Bayern. Das wäre
denke ich, eine interessante und wichtige politische Forderung. Rückholung und Transparenz. Forderung. Ich habe mir so ein bisschen hier hingeschrieben, links ein Statement. Geht Ihnen das dann auch noch? Die Asse war von Anfang an mit einem Etikettenschwindel verbunden. Als Forschungsbergwerk gestartet und Atomkühlung missbraucht und als Endlager offensichtlich gescheitert. Wenn also jetzt ein Zwischenlager errichtet wird, bei dem man nicht weiß, wohin mit den Abfällen, was bedeutet das eigentlich? Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass hier ein oberflächennahes Endlager gebaut wird, wenn das nicht klar ist. So, und zwar durch irgendeine, das reicht auf alle Fälle für die Legislaturperiode oder Amtszeit von Herrn Möhrmann oder so, reicht das. Aber es reicht nicht für die Lebenszeit meines Enkels, das sage ich ganz klar. Und deswegen bin ich der Meinung, es kann also nicht so auf diese Art schon wieder der nächsten Generation die nächste Last übergeben werden. Deshalb meine Forderung hier, wenn ich Unterstützung suche, ja zu einer Rückholung, aber keine halben Lösungen. Kein oberflächennahes Endlager durch die Hintertür, kein neuer Etikettenschwindel, entweder verbindlich zeitlich befristen oder, und das ist die interessantere Variante, glaube ich, man müsste über nachdenken und reden, ein solches Lager langzeitsicher und wartungsfrei zu machen. So. Zur Rückholung und Langzeitsicherheit und der Zwischenlagerung habe ich Ihnen zwei Bilderchen mitgebracht. Eins stammt aus meiner Zeit, als ich angefangen habe, Umweltgutachter tätig zu sein. Das ist in den neuen Bundesländern in Brandenburg gewesen, ganz rechts das Bild. Da sehen Sie eine Lagerhalle und da drinnen sehen Sie Fässer und in den Fässern befindet sich thoriumhaltiges Material. Die haben dort mit einer Fischer-Tropsch-Synthese gearbeitet, da waren Thorium-Kobalt-Katalysatoren im Einsatz zur Benzinherstellung. Das war schon in den 30er, 40er Jahren entwickelt, das Verfahren, wurde in der DDR bis in die 80er Jahre betrieben, aus Braunkohle Benzin zu machen. Da ist Thorium drin und da sehen Sie, glaube ich, sogar noch das Strahlenzeichen dort irgendwo stehen. Das ist ein, wenn Sie so wollen, ein Lager für radioaktiven Abfall in einem Staat gewesen, der dann nicht mehr in der Lage war, eine solche Infrastruktur zu erhalten, wie man sie sich heute vielleicht vorstellt. Und ich habe 2004 schon mal einen Artikel für die Strahlenschutzpraxis geschrieben, im Zusammenhang, das hat man mir da ein bisschen übergenommen, weil das natürlich die Leute auf die Atomkraftwerke gewünscht haben. Es gibt keine Auslegungsstörfall für gesellschaftliche Krisen. Es gibt auch keine Garantie, dass es solche Krisen nicht gibt. Und im Ergebnis dieses Sachverhalts steht eine wesentliche Säule des Strahlenschutzes auf dem Fundament, so habe ich damals jedenfalls geschrieben, dessen Beschaffenheit und Stabilität keine Sache des Strahlenschutzes ist und der mal irgendwann zusammenbrechen wird. Das heißt, es gibt, wenn ich irgendwas Technisches hinbaue und dort das auf unbefristete Zeit anlege, keine Garantie, dass diese Technik immer funktioniert und gewartet wird. Und jetzt werden Sie sagen, ja, das war die DDR, ganz schlimm. Das da rechts, wissen Sie, was es ist? Können Sie es erkennen? Das ist hier im Westen, das ist in Schleswig-Holstein. Das ist das Kernkraftwerk Brunsbüttel. Und das hat man vor kurzem im Kernkraftwerk Brunsbüttel gefunden. Das ist nicht DDR, das ist ja, ein Lager in einem Industriebereich, den eigentlich das Geld nicht mangelt und wo es trotzdem nicht funktioniert hat. Und das zeigt mir, dass man nicht davon ausgehen kann, egal unter welchen Bedingungen, dass ein solches Endlager einfach per se sicher sein wird, weil es nun mal halt sicher ist oder weil das irgendjemand gesagt hat. Deshalb Rückholung und Nachhaltigkeit, Forderung. Wir wissen, dass es derzeit keine Lösung für ein regionales Endlager gibt, weiß ich auch. Dass der Assemüll gebracht werden kann. Auch bei Schacht Konrad kommt eigentlich gar nicht dafür in Frage, insbesondere wenn da noch Zeug rausgeholt wird. So. Es kann nur um Lösungen gehen, die umkehrbar sind. Ja. Wenn man kein Endlager braucht, dann muss es irgendwas sein, was man auch wieder rückholen kann. Was ich aber für wichtig halte, wir dürfen den kommenden Generationen nicht Altlasten hinterlassen, bei denen wir jetzt schon wissen, dass diese kommenden Generationen gezwungen sind, etwas zu tun, wenn sie sicher leben wollen. Die Lösungen müssen so sein, dass die zukünftigen Generationen eigentlich nicht unbedingt etwas tun müssen, nach unseren jetzigen Maßstäben,
Aber wenn Sie der Meinung sind und wenn Sie andere Maßstäbe anlegen, müssen Sie mit verhältnismäßigen Mitteln etwas tun können. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich habe keine technische Lösung jetzt. Ich habe jetzt nicht irgendwo eine Erfindung gemacht, die sagt, das müssen wir so machen. Darum geht es mir an dieser Stelle überhaupt nicht. Es geht mir bloß darum, diesen politischen Aspekt eigentlich in die Diskussion zu bringen und zu sagen, wir müssen da mal weiterkommen in dieser ganzen Diskussion und dürfen nicht in diesen alten Schemata einfach so mit Schwarz-Weiß weitermachen. Das Problem ist konkret und das Problem fordert eigentlich aus meiner Sicht Lösungen. Piraten achten das Leben, habe ich einfach so als Überschrift mal genommen, um zu sagen, eigentlich geht es auch nicht so, dass man diese Naturschutzgebiete an der Asse einfach hernimmt und da das Ding hinsetzt, weil man, ja, weil das nun gerade mal naheliegend vielleicht ist. Es gibt garantiert bessere Standorte im Landkreis Wolfenbüttel, insbesondere der Aspekt, wenn ein Lager dort lange Zeit, mehr als 100 Jahre stehen soll, dann muss man mal gucken, wo ist ein geeigneter Standort. Ist ein Standort über einem einsturzgefährdeten Bergwerk auf Dauer standsicher? Oder, oder muss man tatsächlich in ein FFH-Gebiet hinein? Gibt es nicht vielleicht bessere Flächen? Ich weiß, die gar nicht so weit weg gibt es eine Entsorgungsanlage des Landkreises, steht in einer relativ agrarisch geprägten Landschaft. Auch viel ebener. Wenn dort mal hinterher wirklich die Infrastruktur nicht mehr funktioniert, da läuft die ganze Soße den Berg runter. Ja, und dann, über solche Dinge muss man natürlich auch mal nachdenken. Wenn man eine Erklärung sagt, Grundlage für alle Planungen und Entscheidungen muss das Atomrecht mit seinen spezifischen Regelungen sein, insbesondere in Hinsicht auf die Öffentlichkeitsbeteiligung, halte ich für ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss anfangen, einen Standort zu suchen oder zumindest darüber zu diskutieren, wo bauen wir ein solches Ding hin, wenn wir es bauen wollen, und zwar jetzt. Ja, und nicht erst, wenn alles zu spät ist, dann muss ich jetzt da anfangen. Piraten zerschlagen gordische Knoten, habe ich noch gelesen. Aus meiner Sicht, alle Beteiligten, die Politik, die wahrscheinlich auch, Bürgerbewegung, BRS, haben versprochen, konstruktiv an der Ökologie zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht eine Chance für eine wirklich gute Lösung. Wenn sich alle nämlich einig sind, dann sind die ganzen Fragen, die ich da vorher formuliert habe, alles nichts Unüberwindbares. Das sind alles keine Barrieren. Es geht nicht darum, irgendeine Rückholung zu beeinträchtigen. Es geht bloß einfach darum, dort weiterzudenken und vernünftige Lösungen zu schaffen. So, mein Aufruf deshalb an Sie, bauen wir kein neues Problem, schaffen wir eine Lösung. Die Region hat es verdient. Und sonst schlägt das Restrisiko zu, nicht nur in Atomkraftwerken, sondern, und hier heißt das Restrisiko nicht, dass das Ding in die Luft fliegt. Das Restrisiko heißt für mich, dass dieses Ding hier eines Tages, eines fernen Tages, den ich nicht mehr erleben werde, nicht mehr richtig standsicher, nicht mehr richtig sicher ist und was auch immer. Und dieses Restrisiko ist genauso ein Restrisiko, was man vermeiden muss wie andere. So, und dafür wollte ich Sie überzeugen, wenn es nicht ganz gelungen ist, dürfen Sie mich noch fragen, wenn es gelungen ist. Kann ich Ihnen mein Pamphlet mitgeben, können Sie nach Hause gehen und das weiter verbreiten. Danke. Ja. Sie hatten ja Bedenken geäußert bei oberflächlichen Zwischenlagern. Haben Sie da konkrete Punkte, wo Sie jetzt sagen würden, das sind besonders kritische Aspekte bei solchen Lagern? Ja, der kritische Aspekt ist der, ich habe mir gezeigt, wenn ein solches Lager mehr als 100 Jahre steht, interessiert sich da niemand mehr dafür. Dann ist der Zaun hinterher löcherig und jedenfalls wüsste ich nicht, ich glaube nicht, dass Sie mir jetzt eine Garantie dafür geben können, können Sie vielleicht machen, können wir beide nicht mehr einfordern, ob das in 150 Jahren der Zaun dann noch steht. Mhm. Ja? Aber das ist genau so ein Langzeitrestrisiko wie die anderen Restrisiken und ich finde, man muss darüber reden und man kann das nicht einfach. Ja, gucken wir mal, 150 Jahre. Das ist nicht verantwortlich nachhaltig. Ja, ich hatte jetzt letztens in der Dokumentation gesehen, dass in Frankreich die leicht- und mittelradioaktiven Abfälle auch oberirdisch dann in Beton eingegossen werden. Ja. Ja, also das, haben Sie sich damit schon mal beschäftigt? Also gibt's, generell ja. So ein? Ja. Also ich habe mich jetzt mit den französischen Lösungen speziell nicht, aber ich weiß, dass die IAEA gibt einen abgestuften Katalog von Abfällen unterschiedlicher Kategorien, die man oberflächennah entlagern kann, die man, dann sagen wir, eigentlich heißt es dort nur, die hochradioaktiven, die sollen wirklich in tiefe geologische Schichten, also die Wärme entwickeln, wenn wir jetzt dieser Streitball nehmen oder wo auch immer hin, die sind nach Meinung der IAEA unterirdisch nur sicher zu lagern. Alle anderen gibt es verschiedenste Lösungen.
fand ich eine sehr piratige Argumentationsweise. Deswegen bin ich auch zu Ihnen gekommen. Ja, also, ich sehe auch momentan keine, es gibt keinen Königsweg. Ich sehe den letzten Punkt, den wir genannt haben, mit dem, wir müssen alle gemeinsam an dem Strang ziehen, weil es betrifft eben alle, ja. Da rennen Sie hier, glaube ich, auf eine Tür allein. Die Frage ist, wie sind denn da tatsächlich die Interessenlagen? Also wenn das BFS sagt, die Asse ist sicher bis zum Jahr 2020 plus X, das heißt, wir haben jetzt 8 Jahre Zeit, quasi die weiter standfest zu machen, damit man dort weiter herangehen kann, die Auflagen zu erfüllen, die Bergrecht wie auch Strahlenschutzbedingungen für die Mitarbeiter dort einfach auch hergeben müssen. Also ich erinnere mich an diese unsägliche Sache mit diesem kontaminierbaren Fußboden, den die dort haben müssen, damit sie überhaupt das Ding anbohren dürfen. Entschuldigung, natürlich. Also, kontaminiert ist der ja. Nee, der ist noch nicht kontaminiert. Der ist schon aber ist lang, so lang ist unser Fußboden zu Hause. Das ist schon, also ja, natürlich, da haben wir uns auch, hatte mich im Nachhinein auf einem der Stammtische auch noch mit gesagt, ja, wen nutzt denn das Ganze eigentlich tatsächlich, wenn wir solche Auflagen haben, die so rigide sind, um die Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es so unendlich das Ding nach hinten verzögert, dass irgendwann eine Rückholung eben nicht mehr möglich ist. Möglicherweise ist das von irgendjemand ein Spin, politisches Interesse daran hat, eben eine einfache, irgendwann ist es versagt, schade, wir haben unser Möglichstes getan. Ja, ich meine, ja. Das muss man natürlich schon sehen, das Atomrecht, ich meine, das Atomrecht ist das eine, aber die Kultur, die sich aus diesem Atomrecht entwickelt hat, ja nicht zuletzt allerdings, aufgrund der vielen kritischen Nachfrager und Nachfragen, mhm. Passiert immer noch, wir haben sie ja gesehen, dass wir Fässer verrosten, aber da hat sich natürlich eine Sicherheitskultur entwickelt bei allen Beteiligten, auch bei den Gutachtern und so. Mhm. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein, bevor ich hier irgendwie was vergesse oder sowas, fordere ich lieber nochmal ein bisschen mehr. Sollen die doch sehen, wie sie damit zurechtkommen. Mhm. Das ist einfach, das hat weniger was mit dem Atomrecht zu tun, sondern es hat aus meiner Sicht was mit der Kultur zu tun, die dahinter jetzt entstanden ist. Mhm. Und die natürlich auch entstanden ist, weil die Kritiker immer sehr kritisch hinterfragt haben alles. Mhm. Das muss man so sehen. Ja. Das ist jetzt an dieser Stelle natürlich, mein Gott, Bergmann hätte gesagt, da bringen wir so raus. Ja, wahrscheinlich. Und ja. Ein Spinnakat-Fußboden davor. Ja. Ne? Das wäre auch, haben sie auch reingekriegt. Ich anerkenne natürlich logischerweise das Recht auf Leben und auf das Recht der Fortpflanzung der Mitarbeiter. Mhm. Ja, darauf läuft es hinaus. Ja? Bitte? Ein nicht zu unterschätzen Aspekt. Ich meine, ich habe meinen Reproduktionszyklus gerade auch komplett jetzt abgeschlossen, denke ich. Ja. Man müsste sich halt möglicherweise in ein paar Jahren harte Gedanken darum zu sagen, hier, du bist über 65, wir wissen, das wird dich umbringen, aber wir brauchen jemanden, der es rausholt irgendwann. Ja, das sind auch Gedanken, die man sich irgendwann macht. Bitte? Wenn es noch ein paar Jahre sitzt, so bleibt sogar. Ja, ne, darauf wird es... 30 Jahre noch... Na, ich meine, in Tschernobyl ist es nicht anders gelaufen. Ja, also da sind die Leute halt nicht informiert worden im Vorfeld. Mhm. Ja? Aber so eine Lösung des Rückholung um jeden Preis, was ist der Preis? Wo ist die Grenze, wo man sagt, ja, das können wir gegenüber den Leuten, die da reingehen sollen, und denen wir es jetzt sogar offenbar und transparent machen, trotzdem nicht verantworten. Ja, da hat das BMS ja 2 Kriterien definiert. Das ist aber für mich gar nicht die Frage. Mhm. Wenn es jetzt nicht gehen sollte, dann geht es nicht. Mein Thema ist eigentlich ein anderes. Ich gehe davon aus, erstmal, dass es sich rückholen lässt. Ja. Und erfahrungsgemäß, wenn man ein bisschen Strahlenschutz macht und wenn das vernünftig gemacht wird, lässt sich das technisch handeln. Und das lässt sich auch so handeln, dauert vielleicht mal ein bisschen länger, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Und zwar sowohl für die Bevölkerung als auch für die Beschäftigten. Da bin ich eigentlich durchaus optimistisch. Die Frage, die aber trotzdem steht, ist, muss man nicht damit offen umgehen und auch allen Beteiligten, auch in der Umgebung erklären, ganz nun ist es nicht. Ja? Man kann nicht immer hingehen und auf der einen Seite sagen, auch unterhalb von Grenzwerten ist es gefährlich und auf der anderen Seite sagen, jetzt reden wir aber nicht drüber. Das ist dann wiederum nicht ehrlich.
Und genau da müssen wir natürlich was sagen. Und da wäre es natürlich schön, wenn die, sagen wir, etwas unkonventionell und unvorbelastet in ihrer Hatten so etwas machen würden und nicht unbedingt die CDU. Ja, die Probleme, mit denen gerade zu kämpfen ist, das ist ja schon etwas merkwürdig. Ne? Also das eine ist natürlich die Auflagen, wie was für ein Fußboden muss da eingezogen werden. Wo ich mich halt schon frage, wie das sein kann, ist, dass sie da beispielsweise diesen Laugensumpf haben, ich weiß nicht mehr für welcher Kammer, wo sie letztlich noch gar nicht wissen, wohin damit, weil die Kapazitäten angeblich nicht vorhanden sind. Ich meine, wir haben ja auch platt da an dem Infostand, Infopunkt dort mal nachgerechnet, wie viel das pro Monat ist, was sie da wegfahren. Ja, das sind, wenn sie 10,5 Tonnen pro Tag dekontaminieren. Das ist aber nicht der Laugensumpf. Nein, das weiß ich. Das ist aber jetzt nur das, das ist jetzt nur das mit Tritium kontaminierte Wasser, das woanders. Ganz genau. Ne, von dem könnte 10,5 so weit runter quasi verdünnen, dass es unterhalb der Grenzwerte ist, um es eben den Leuten in, wo war das, Bad Deckenstedt oder wo das immer das? Nein, das ist mal wieder Glück. Ja, so heißt sie. Ne? Wo es da also dann wieder woanders verklappt wird irgendwo. Und die dann auch sagen, ja, okay, das ist für uns in Ordnung, das haben sie ja auch irgendwo transparent und ja. Mit Absprache der Menschen dort gemacht. Ja? Aber wenn das 10,5 Tonnen pro Tag sind und die dort alle 30 Tage das wegfahren, sind es also etwas, ne, über 300 Tonnen, die sie da wegfahren. Und das Monat für Monat, für Monat für Monat für Monat. Und es wird nicht weniger werden. Das ist ja auch noch das Wasser, was von außen zuläuft. Das ist ja quasi nur durch die Luft. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wie das mit dem Tritium ist. Ja. Da sieht man ja, in der Luft ist Tritium, schwuppdiwupp, es ist in dem Wasser drin. Dafür haben wir in Losnigen gemessen, da war natürlich noch viel mehr dann in der Tropfstelle. Das Tropfen, da liegt nicht so viel zu, deswegen hat er dieses wahnsinnig hohe Tritiumgehalt und viel Tropfwasser. Das eigentliche Problem sind aber gar nicht diese zulaufenden Wässer. Da ist Tritium zwar drin, aber okay, das kann man zur Not gehen, solange Maria Glück noch offen ist. Und das ist auch mal irgendwann voll. Ende 2013 spätestens. Okay, also Maria Glück voll. Gibt es schon eine Alternative? Sie suchen. Ja, gut, also so viele Kali-Gruben, die so fliegen sind, gibt es auch nicht mehr. Und jetzt einfach, so einfach ist es nicht. Was allerdings das Problem ist, es kommt ja jetzt über die Kammer zunehmend Sickerwasser rein, was viel höher kontaminiert ist. Und vor der Kammer 12, dieser Laugensumpf und sowas ähnliches, da pumpen sie auch nochmal wieder ab. Und das ist ja, wenn ich richtig verstanden habe, damals 2008 mit aufgeflogen, weil man solches Wasser dann einfach nach unten auf die 900 Meter Zone gekippt hatte. Und da ging es ja dann erst richtig los. Und aber auf der anderen Seite, es läuft rein und entweder es kommt irgendwo hin oder es bleibt drin. Also die Physik lässt sich irgendwo nicht richtig politisch beeinflussen. Mhm. Ja, und also schreit ja jeder Uni, lass mal nicht aus. Nee, richtig, aber ich meine, das ist auf der anderen Seite natürlich auch, sehe ich zum Beispiel, eine wichtige Aufgabe der politischen Parteien, wenn sie jetzt schon alle sagen, wir sind dafür, wir sind im Konsens dafür, die Regelung zu machen, dort auch entsprechend im Konsens dafür zu werben, dass die Bevölkerung das versteht und mitträgt. Ja. Denn sich dann immer selbst wieder gegenseitig die Beine zu stellen, ist zwar auch ein hübsches politisches Spiel, aber das hilft an der Stelle nicht weiter. Die anderen Wässer haben keine Asse. Also eine Asse ist. Naja, aber die haben ja auch Atommüll im weitesten Sinne. Ja, es gibt unterschiedliche Lösungen für diese, was wir hier reden, ja schwache mittelaktiven Abfälle. Frankreich, haben wir schon gesagt, hat oberflächennahe Deponien, also insofern wäre das auch durchaus möglich, hier was Ordentliches hinzubauen. Ja, zumal alles, was ich im Blick habe. Ja, ne? Das ist ja auch gesagt, also was man wohl den hinterher auch Generationen, wenn sie wollen, da ran können, wenn sie merken, das funktioniert nicht, und zwar mit verhältnismäßigen Mitteln. Eben, ja, aber das kann ich eben nicht, diese verhältnismäßigen Mittel, die habe ich eben dann nicht zur Verfügung, wenn ich das irgendwo
in irgendeinen Schacht ganz nach unten bringe, weil alleine das wieder zurückzuholen, stehen wir möglicherweise vor ähnlichen Problemen. Also von daher denke ich, dass in Schacht Konrad oder sonst wo einzulagern, meine persönliche Meinung halte ich für die Schacht Konrad können Sie abschließen, das geht. Oder generell, sagen wir so, generell unterirdisch das Zeug zu lagern, weil da habe ich es nicht im Blick. Ja, Jan, ich denke, das wird, irgendjemand sagte, das war ein neuer Industriezweig. Ich denke, wir werden in Deutschland noch Lagerfachleute ausbilden müssen, dass wir nicht mehr wissen, wo wir die überhaupt noch hernehmen müssen. Ich denke, dass die oberirdische Lagerung das Einzige ist, was man vertreten kann, weil man es im Blick hat. Sprich, du kannst auch sofort reagieren. Wenn das unterirdisch ist, du kriegst das nicht mit, was da unten ja, aber wie gesagt, das, deswegen, ja, zur Rückholung, aber mit einer vernünftigen Konsequenzanalyse. Man muss die Technik folgen, auch für einen solchen Schritt irgendwo mal analysieren und bewerten. Und es kann ja auch rauskommen, ich will ja auch gar nicht sagen, dass alle diese Szenarien, die Besorgnisse, die Fragen, die ich gestellt habe, können durchaus überzogen sein, aber sie müssen beantwortet werden. Sonst ist es eben nicht ehrlich und dann ist es wirklich transparent zu. Denn nur jetzt das Zeug nicht zurückholen, weil man nicht weiß, wohin, das ist auch nicht der Weg. Das ist keine Lösung. Und das ist was. Dann lieber wirklich das Risiko der unterirdischen Lagerung, aber man hat es jedenfalls nicht. Aber dann muss man es, dann kann man nicht nur das in irgendeine Lagerhalle stellen, sondern da muss man dann einen vernünftigen Bienenprozess muss man jetzt anschieben. Ja. Jetzt hat man noch Zeit. Ja. Ja, das war aber auch eine Frage, die ich Herrn Dr. Bautz gestellt habe. Ich wollte eben wissen, fangt ihr mit der Rückholung wirklich erst an, wenn ihr ein Zwischenlager habt? Also es ist schon geplant, damit vorher anzufangen. Vermutlich, ich denke, das wird oberirdisch erstmal sein. Ob jetzt direkt an der Asse oben, wir hatten irgendwie gute Quadraten, wo ich dachte, 25 Hektar bräuchte man, um das um dort eben sowas zu bauen, Platz. Und na klar ist dann die Frage, ist die Asse biologisch überhaupt dafür geeignet, sagt die nicht irgendwann zusammen, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das dann direkt über irgendeinem der Geschäfte steht oder wie auch immer. Oder gibt es da vielleicht in der Region irgendwo eine bessere Stelle, das zu lassen? Fakt ist, oder auch nicht Fakt ist, ich persönlich bin absolut dagegen, das Zeug irgendwo hinzukarren. Ich bin auch dagegen. Also irgendwie jetzt, dass man sagt, okay, puff, wir schicken das nach Bayern. Deswegen haben wir das gleiche Problem. Damit ist keinem geholfen. Kriegen Sie auch nicht hin. Aber was ja, man, Bayern sowieso nicht. Aber. Was man aber machen muss, finde ich, man muss mal gucken, auch im nahen Umfeld, natürlich. Wo sind dort vernünftige Standorte, wo das Zeug zur Not auch wirklich, sagen wir, über wenigstens 2-3 Jahrhunderte liegen kann, wenn man schon keine Lösungen jetzt hat. Und nicht nur irgendwo was hinbauen, wo es die nächsten 40 Jahre steht. Und dann halte ich auf so einer Anhöhe, ist aus meiner Sicht nicht der günstigste Ort. Das ist erosionsgefährdet. Wenn es da irgendwie mal wirklich durch die Dächer regnet, läuft das alles in den Dorf, ins Dorf rein. Das ist nicht der beste Ort. Jedenfalls, da muss man mal einen Zajatten-Vergleich machen. Und da kommt bestimmt raus, oben auf der Ass ist nicht der beste Ort für sowas. Genau. Ich frage mich nur, in welchem Umkreis man das überhaupt planen kann. Weil was zumindest, wie ich das verstanden habe, vom BFS aus dagegen spricht, ist allzu weit wegzubringen, ist die Tatsache, dass man es eventuell mehrfach anfassen oder konditionieren muss. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man in der Samtgemeinde Asse, man muss nicht mal den ganzen Landkreis nehmen, in der Samtgemeinde Asse wahrscheinlich schon eine Lösung finden wird, die besser ist als oben auf der Asse.